Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück bei Hogwarts Legacy. Ja, wir sind in Hogsmeade. Und wir machen jetzt erstmal ordentlich Stress hier. Wir gucken mal, was wir denn so Schönes treiben können hier. Oh yeah, gucken wir mal die Karte. Wir haben ja noch ein paar Sachen, die offen sind. Aber wir können natürlich auch noch ein paar Bücher sammeln, ein paar Geheimnisse lüften. Bisschen haben wir ja schon was geschafft. Sehr, sehr schön. Wälzer, also wir sind eigentlich direkt da, wo die Hauptmission ist, ne? Yes. Wenn wir den aktivieren. Willkommen, ja. Muss man doch hier rein? Wir konnten den noch aktivieren, ne? So. Müsste doch der Weg gleich offen sein, ja. Dann gehen wir mal rein hier. Hallo. Ein neugieriger Geist. Ich bin ganz neugierig. So, wir ballern ja erstmal ein bisschen rum. Yeah. Sieht schon geil aus. Guck mal, die Bilder leben. Ah, die wackeln sogar. Ups. Entschuldigung. Haben wir jetzt einen Geheimgang aktiviert? Haben wir jetzt einen Geheimgang aktiviert? Lololololo. Gucken wir doch mal, ob wir jetzt hier oben. Ja, geil, ein Schal. Inventar. Wo haben wir denn Schal? So. Ach, guck mal. Offensive 7. Hammer, ey. Ist aber besonders. Geht noch nicht. Weil. Stufe 6, oder was? Welche Stufe sind wir? 5. Also eine Stufe noch. Und dann können wir den anziehen. Erinnert mich mal dran. Bei Stufe 6 so einen krassen Schal anzuziehen. Cool. Okay, was kann der Typ denn? Verzeihung, Sir. Ich soll hier Zauberanweisungen für Professor Weasley abholen. Mathildas Schüler also. Dachte ich mir, dass sie vorbeikommen. Ich bin der Eigentümer. Thomas Brown. Dann hatten sie ihre erste Beschwörungsstunde? Nein, leider noch nicht, Sir. Ah. Das kommt schon noch. Etwas aus dem Nichts zu erschaffen, ist Magie in Reinkultur. Natürlich ist das Ganze sehr komplex, aber da helfen meine Zauberanweisungen. Bleiben Sie dran, dann werden Sie Professor Weasley bald beeindrucken. Zumindest werde ich mir alle Mühe geben, Mr. Brown. Ich freue mich schon darauf. Oh, und ich mich erst. Mit den Zauberanweisungen kann man einzigartige Dinge beschwören, wie eigene Möbel und Dekorationen. Aber ich überlasse Professor Weasley das Lehren. Tragen wir das Zubehör für Sie zusammen. Einen Pflanztisch und eine Tränkestation, ja? Das klingt richtig. Gut, es gibt nichts Besseres, als seine Zutaten selbst anzubauen und zu brauen, was man will. Wann man will. Jawohl, ja, wir brauchen auch. Ja. Schauen wir uns mal an, was wir haben. So, Pflanztisch mit. Nichts ist schöner als genau das Recht. Und das hier. Falls nehmen es mal. Sie interessiert, sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars. Tierwesen, Spielzeug. Also gut, das ist alles. Ich gehe besser und suche Sebastian. Wow, alles ist teuer, ey. Hammer. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Ja. Ja, cool, ja. So, er will jetzt wieder zurück. Können wir denn noch irgendwelche... Eieiei. Können wir denn noch irgendwelche Pflanzen oder Geheimnisse hier aufdecken? Selbst frei bewegen wahrscheinlich nicht, ne? Da fliegt ein Buch. Ich sehe doch was. Komm, ey, komm da rüber. Boah, was ist denn da? Hallo, Mann.
Nur weil ich jetzt irgendwas anders gemacht habe als sonst, ist er gleich ausgerastet. Akio. Ha, da haben wir ihn. Wir könnten ja noch versuchen, Level 6 zu kommen. Rebellion. Und dann den geilen Schal anlegen. Ja, die Schlösser knacken. Schlösser knacken will ich unbedingt lernen. 2 Gold. Egal. Wir nehmen jede Münze, die wir kriegen können, oder? Jede Münze. Da ist auch ein Buch. Da fliegt ein Buch. Da liegt auch was. Ui. Wir kriegen ja voll die krassen Sachen. Und die liegen einfach überall rum. Null. Und das gibt 6. Eieiei. Siehe, ei. Jetzt haben wir schon 17 Verteidigung. Wir wären richtig gut. Und alles nur mit so krassen Klamotten, die hier einfach rumliegen. Rebellion. Rebellion. Boah, was ist das denn im Mai? Hallo. Boah, krass. Dass das hier manchmal so abspackt, ey. Das ist irre. Akio. Obwohl hier überhaupt keinen Grund gibt zum Abspacken. Entweder es läuft super oder es spackt ab. Also ich hab das auf der PlayStation, weil ich das Spiel nicht. La la la. Rebellion. Naja, es ist halt auch ein großes Spiel, ne? Oder man muss noch einen krasseren PC haben. Das kann natürlich auch sein. Dass der so krass ist, dass man hier fast umkippt. Ui. Die Schokofrösche wurden von einem Hogwarts-Schüler zurückgelassen, der Hogsmeade besuchte. Diese verzauberten sich, hüpfen wie echte Frösche herum und enthalten jeweils eine Sammelkarte mit einer berühmten Hexe oder einem berühmten Zauberer. Cool. Ja, das haben die doch in Harry Potter auch immer gespielt. Ach. So ein Auge. 2 Sammelkarten. Rebellion. Okay. La la la. Wir rennen erstmal hier rum und suchen noch ein bisschen. Vielleicht finden wir ja noch was Cooles. Ups, ich hab T gedrückt. Ich wollte auch hier lang. Mhm. Noch ist nichts zu sehen. Ja, wir müssen Level 6 kriegen, schaffen, weil ich will auf jeden Fall Rebellion. Der coole Schal und allein einfach wieder, um die Werte zu verbessern. Irgendwo flattert doch bestimmt wieder was rum hier. Gucken wir mal hier oben. Flatter, flatter. Da fliegt ein Buch. Da ist eins. Akio. Ey, du solltest dir das Buch holen, du. Dankeschön. Ja, eins noch. Und dann sind wir Rebellion. Stufe 6. Schlösser knacken wäre so gut. Was haben wir hier? Ach, guck mal. Haben wir auch was entdeckt. Sehr schön. Müssen wir mal ein bisschen nach oben gucken. Geil. Kannst einfach einen Stein durchs Wasser flitschen lassen. Rebellion. Was ist mit ihm hier? Akio. Du solltest den noch ranholen hier. Rebellion. So was wie eine Phönix. Diesen Weg solltest du doch meiden. Miss Peck von Schnabel und Brut sagte, jemand hätte hier einen Derrick Hall verloren. Ich weiß, dass wir da nicht lang gehen sollen. Ich dachte nur... Du hättest uns viel Ärger einhandeln können. Es tut mir leid. Sie sagte, ich könnte eine Belohnung verdienen. Ah, da ist das Buch. Und dann wären wir Level 6. Ist das hier draußen? Ja. Akio. Sauber. Nein! Wir brauchen noch ganz minimal. Oh. Rebellion. Oh. Schade, ich hätte es jetzt gerne gehabt. Den Levelaufstieg dahin. Ah, ne, da. Akio. Ja, damit. Jawohl, Stufe 6. Halleluja.
können natürlich auch jetzt weiter sammeln, ne? Ich meine, das macht alles Sinn. Boah, offensiv 11, saugeil, ey. Ich meine, die Maske sieht grausam aus, aber die hilft. Okay. Revelio. Krass, könnte man den ganzen Tag hier rumrennen und irgendwelche Bücher sammeln. Na komm, machen wir die Mission. Ich bin Stufe 6. Ich denke, das sollte jetzt erstmal ausreichen. Und wird Zeit. Wir gehen auf jeden Fall nochmal hier hin, wenn wir Schlösser knacken können. Ach, da ist er ja. Hallo. Ich habe nun alles, was ich benötige. Perfekt. Und? Hast du alles für deine Schwester bekommen? Das habe ich. Dann steht uns die Welt jetzt offen. Mal sehen, was wir sonst noch anstellen können. What is this? Yo. Bombarder. Ich möchte auf jeden Fall auch Bombarder sein. Oh Gott. ZRL ausweichen. Geil, ey. Noch so mit Mini-Effekte. Cool, ey. Echt, ich darf jetzt gegen einen Troll. Oh. Ja, ich bin ausgewichen, aber in die falsche Richtung. Ah, so, okay. Eieieiei. Sprechen wir ihn denn überhaupt? Weiter so! Ewig hält er das nicht aus! Nee. Ja, und nicht um. Boah, geh weg. Hammer, ey. Was ist das noch für einer? Ein Monster-Troll. Oh, ich spreche aus. Haha. Ey. Was heißt denn Y? Was war das? Ach, guck mal, da können wir die Dinger werfen. Genau das, was er verdient. Cool, die machen ja richtig Schaden. Warum werfe ich denn überhaupt die kleinen Sachen? Kann ich ja gleich die Dinger werfen. Ja. Zack. Und noch ein. Ja, sau cool. Alter, meine Dragon Ball hier, oder was? Ayo, ey. Meine übertreibt ja gar nicht. Bin überlebe den Trollangriff. Alter. Oh nein. Noch ein Troll. Haben Sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll gestellt? Alleine? Anscheinend. Ehrlich gesagt geschah alles sehr schnell. Bei Merlins Bart. Geht es Ihnen gut? Ja. Und wir helfen immer gern. Helfen ist eine Untertreibung. Mit solchen Nerven haben Sie das Zeug zum Auror, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie unverletzt sind, könnten Sie beide mir vielleicht helfen, wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen? Natürlich, Officer. Singer. Officer Singer. Und vielen Dank nochmal. Wow. Okay, erstmal die Katze streicheln. So viel Zeit muss bleiben. Oh, hallo. Haben Sie kurz Zeit? Nein, ich bin mal, was er will. Gerade am Repar. Wow, einfach mal wieder alles reparieren. Hammer, wäre das Leben alles mal so einfach, ne? Haben Sie nicht mehr zerstört. Wir reparieren alles. Hammer, ey. Zauberei ist schon was Tolles. Zauberei ist schon was Schönes. Was ist denn hier mit? Kann ich das nicht reparieren? Na also, doch, geht doch. Dankeschön. Was haben wir hier? Jetzt hat Officer Singer eine Sorge weniger. Ja, wir reparieren ja fleißig. Haben wir noch irgendwo was? Hier? Jo.
Sprich mit dem Ladeninhaber. Ey, da ist noch eine andere Katze. Wir kuscheln alle. Hallo, Mietze. Schnurri, schnurri, schnurri. Wie bei den Shorts übrigens. Könnt ihr gerne reinschauen. Ich würde mich freuen. So. Mr. Hill spricht in höchsten Tönen von dir. Ich trinke erstmal einen Kaffee durch meine Maske. Ganz normal. Cool. So was müsste es auch in echt geben. Ich habe ein Spiegelbild verzerrt, aber ich habe eins. Ja, wieder. Ich will erstmal hier alles erkunden, bevor ich... Da habe ich nämlich 45 Gold gemacht. Das ist wieder so ein Augending. Sehr witzig. Okay. Hallo, Sir. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin entzückt. Augustus Hill, Tuch- und Kleiderhändler der Extraklasse. Ich danke Ihnen für Ihre Tapferkeit im Kampf gegen diese Trolle. Ganz zu schweigen davon, dass Sie Hogsmeade wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt haben. War mir ein Vergnügen. Einen Orden des Merlin hätten Sie verdient. Aber ich kann Ihnen etwas viel Nützlicheres anbieten. Mir gehört Besenknechts Sonntagsstaat. In meinem Inventar befinden sich einzigartige Dinge, die einen gewissen Schutz bieten. Lebensrettenden Schutz. Da ich annehme, dass das nicht Ihre letzte gefährliche Auseinandersetzung war, gebe ich Ihnen einen Satz solcher Roben zum Dank für Ihre heutige Tat. Danke, Mr. Hill. Das ist sehr großzügig. Das ist doch das Mindeste. Dann probieren wir das hier doch mal an, ja? Roben, Hauptsache macht meine Werte besser. Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie es uns zeigen. Nehmen wir. Wow, da war was sogar mit 12. Krasser Scheiß. So, hier, Robin. Also. Yes. So. 4 und da haben wir 5. Den nehmen wir. Haben wir direkt eine mehr. Boah, die sind legendär, ey. Eine Brille mit... Eieiei. Das ist ein Hut. Und was haben wir hier? 11. Verteidigung. Verteidigung, Offensive. Hier, das wäre krass. 500. Nehmen wir mit. Sie werden nicht enttäuscht sein. Das ist Besenknechts Versprechen. Das nehmen wir mit. Und einen krassen. Hier, Offensive. 7. Da kann ich nicht kaufen. Zu wenig Gold. Aber das wollte ich jetzt haben. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie hier. Ich finde, wir haben uns ein Butterbier verdient. Meinst du nicht? Dann vergesse ich vielleicht, dass ich fast zu Trollfutter wurde. Da kann ich dir wirklich nur zustimmen. Perfekt. Die drei Besen sind gleich hier lang. Mhm. Ah, ich wollte Inventar. Nee. Ausrüstung. Die legendäre Rüstung, ey. Schaut euch das an, ey. Direkt auf 22. Wir sind schon ein bisschen creepy, ne? Hat legendär noch irgendwas? Ach, keine Eigenschaft angewandt. Da können wir wahrscheinlich noch eine Eigenschaft. Und eine Verbesserung anwenden. Ich denke mal, das kommt noch. Geil, ey. Aber wir sind schon ziemlich stark. Würde ich jetzt mal behaupten. Okay. Bam, bam, bam. Ey, der verschwindet durch die Tür. Sau cool. Ich will Butterbier. Was ist jetzt? Wie, kein Butterbier? Sammlungsdrohnen. Handbuchseiten, oh Gott. Also es gibt hier noch einiges zu sehen. Was ist das denn? Achso, das sind so Plätze. Besenknecht. Ollivanders, Wälzer. Pilze. Der alte Narr. Jetzt muss ich da mal ganz kurz auf Aufträge gucken.
drei Besen. Ziehen wir uns mal die drei Besen rein. Wo sind denn die drei Besen? Jetzt kommt erstmal 8 Stunden Ladebildschirm. Einige Gegner sind besonders schwach gegen bestimmte Zaubertechniken in deinem Arsenal. Besuche das Sammlungsmenü, um verborgene Schwachstellen von Gegnern zu entdecken. Ach, ich hau die einfach um. Das ist die Schwachstelle. Wenn ich die umhau. Oh yeah. So machen wir's. So und nicht anders. So. Na, ich bin gespannt. Ob wir es hinkriegen. Na, was ist jetzt? Habe ich jetzt. Geht der jetzt automatisch dahin? Oder was habe ich jetzt angeklickt? Ich wollte ich nur die Mission anklicken. Die Mission. Ach Gott. Bin ich jetzt nach Hause gegangen? Ach, guck an. Na, sieh an, wer hier ist. Na krass. Kann man hier durch? Ne. Alles zu. Okay, wir gucken mal, was er sagt. Hallo, Sebastian. Ah, mein neuer Schützling. Ich höre, du benötigst dringend ein paar Dinge und ich soll dich deshalb nach Hogsmeade begleiten. Ah, was ist das denn? Ist das dein erster Besuch im Dorf? Hä? Ja, seit ich hier bin, habe ich Hogwarts nicht verlassen. Nun, dann will ich mich bemühen, dich mit dem Ort bekannt was, zu machen. Was? Hogsmeade. Hallo? Ist ein charmantes, kleines... Hab ich irgendwie auf Laden geklickt oder sowas? Was ist denn jetzt? Wir haben doch schon alles und den Troll besiegt. Wow, was ist jetzt los? Was war denn das? Hä? Was ist denn das? Ich hoffe, das kann mir einer erklären. Ja, was? Ich klicke das an, welche Mission wir annehmen und der fängt nochmal von vorne an mit Hogsmeade. Ey, wir haben schon... Ich habe schon voll die krassen Rüstungen. Level 6. Verteidigung bis keine Ahnung. Alter, wow. What is this? Bin ich jetzt auf Laden gekommen? Level 3? Hä? Okay. Nochmal ganz schnell ins Menü hier. Wo ist denn das Menü? Einstellung. Was war das denn? Hogwarts. Da waren wir doch. 3 Stunden. Da gehen wir mal hin. Ja. Was war das denn? Wie ist der jetzt auf Laden gegangen? Wo ich einfach nur eine Mission angeklickt habe. Oh Mann, ey. Na gut. Das ist wirklich das verzauberte Spiel. Krass, ey. Troll besiegt, Level 6. Krasse Rüstung. Ich klicke eine Mission an und er fängt auf einmal an, wieder auf alles von vorne zu machen. Ist klar, ey. Ja, das sind die besten Missionen, ja. Klicke bloß nicht die Mission an. Und schon machst du alles wieder von vorne. Ach, Gott sei Dank, ey. Da sehe ich. Ne, ist kein. Revelio. Wenn da drin nicht das totale Chaos herrscht, triffst du vielleicht Sirona, die Besitzerin. Boah, ey, ich speichere jetzt aber trotzdem mal, mein Leben. Das hat mich gerade ein bisschen nervös gemacht, ey. Das hat hier auf einmal... auf einen Schlag hier weg ist, ey. Wow, ey. Okay, jetzt haben wir alles wieder legendär, kein Geld mehr. Das ist mein Spielstand. Aber was habe ich denn angeklickt zum Teufel? Ich bin hier auf Karte. So, jetzt haben wir endlich mal eine Mission Aufträge. Und dann habe ich das Auftrag abbrechen, habe ich geklickt. Oh, nicht annehmen. Abbrechen. Was ist das denn, ey? Ja, ist klar. Und dann wird alles gleich zurückgesetzt. Okay, es tut mir leid. Ich lerne noch. Und ja, wir folgen jetzt. Puh, mein Herz, ey. Ich habe schon gedacht... Wollte ich schon sagen, ey. Troll besiegt, voll die krassen Sachen, alles weg. Du sagtest, du kommst in Hogsmeade an das Kind ran.
dass du lediglich eine Ablenkung brauchst. Und die habe ich dir gegeben. Ich habe gerade gesehen, wie deine Ablenkung beseitigt wurde. Wer ist dieses Kind? Was verschweigst du mir? Du musst nur wissen, wenn du nicht an das Kind rankommst, dann bist du für mich wertlos. Weg hier! Wurden wir entdeckt? Ich glaube nicht. Was hat der Kobold mit Victor Rookwood zu schaffen? Renrock arbeitet mit Rookwood? Der Kobold vom Tagespropheten? Ich wusste, dass ich ihn kenne. Schnell, los, gehen wir in die drei Besen rein. Es war schön, dich zu sehen, Lord Gok. Ich sag Bescheid, wenn ich was höre. Danke, Sirona. Dann bis bald. Oh, was kann ich... Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Hat die nicht eine Männerstimme? Ist mein erstes Mal hier. Willkommen. Ich gebe euch einen aus. Dieser Angriff. Ich schaue später nach den Ladenbesitzern und Bewohnern. Immerhin sind sie wohl auf. Ich hatte Hilfe. Hat ganz allein einen Troll besiegt. Wirklich? Gut gemacht. Danke dafür. Aber gern. Im Ernst. Trolle in Hogsmeade? Das hatten wir ja noch nie. Merkwürdig. Die einzigen Unholde, die uns plagen, sind sonst... Ah. Wie passend. War das Lord Gok gerade eben? Die Kundschaft war auch schon mal besser, Sirona. Keine Sorge, Victor. Wenn Sie erst weg sind, wird das meiner Kundschaft nur zuträglich sein. Würde ich an Ihrer Stelle lassen, Theophilus? Na, na. Das Theater können wir uns doch sparen. Ich bin nur aus einem Grund hier. Mein Gast genießt ein wohlverdientes Butterbier. Es dauert nicht lang. War ich nicht deutlich genug? Mein Gast ist gerade beschäftigt. Man sollte meinen, dass ihr genug Blut vergießen hattet. Komm, Theophilus. Mit den drei Besen geht es bergab. Ist unsere Galeone nicht wert? Du kannst nicht ewig Butterbier trinken. Oh, ich trinke ganz viel Butterbier. Sie haben sich einen mächtigen Gegner gemacht. Vorsicht! Rookwood und Harlow sind schlimmer als alle Trolle dieser Welt. Trolle? Renrock und Rookwood? Was verheimlichst du mir? Ich werde dir alles erzählen. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Geil, spannend. Geile Story. In diesem Sinne, ich denke, wir sollten zum Schloss zurückkehren. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir jetzt mit der Folge Schluss und machen dann in der nächsten Folge spannend weiter. Tut mir nochmal leid, dass ich dann auf Abbrechen gedrückt habe. Ich habe einfach gedacht, annehmen. Das war jetzt leider zu schnell gedrückt von mir. Aber es wird trotzdem spannend und krass, ey. Und wir sind echt stark und ich freue mich schon auf richtig geile Kämpfe. Und aber erstmal trinken wir das ganze Butterbier weg und essen irgendwelche geilen, leckeren Minikuchen. Und dann sind wir hoffentlich voll dabei. Und dann werde ich angreifen. Yeah. Aber wir haben ja coole Klamotten. Legendär sogar. Freue ich mich. Ja, ich bedanke mich. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Euer Revano. Bis dann. Und ciao.